So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun werden wir uns weiterhin die schöne Szene hier reinziehen. Hat das was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Nein, hat nichts mit dir zu tun, nein. Weißt du schon, wo das Labor wir ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria! Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Ja, die Frauen, total aggressiv. Sie ist dankbar, hier. Weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Das ist die ich rede erst mit Ellie. Vielleicht kommt was Gutes bei raus, vielleicht aber auch nicht. Nochmal, ich verstehe nichts. Auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich Joel, ziemlich hässlich, was ist da denn? Keine Munition. Dein kleines Mädchen, sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit. Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Och nö, ist hilf auch noch den anderen da aufzuräumen. Okay, sei vorsichtig. Ja, ruhig. Ich weiß nicht, wie man richtig reitet. Da, da sind Spuren. Na komm. Ah, okay. Ah, also im Endeffekt wie normales Laufen. Ist klar. Na los! Sie kann doch nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Im Kopf. Macht sie das öfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Ja, sieht ganz schön verrottet aus hier, ne? Durch Steinschlag. Okay, na los. Hier geht's nicht weiter. Ja, nun? Du bist hier der Reiseführer. Ah, okay. Los, komm! Ey, Lieb, was soll das denn los? Gehen wir. Gehen wir. Da. Oh, da geht er ganz schön steil abwärts. Okay, gut. Zu viele. Warum sind da eigentlich noch mehr Räuber? Ich geb dir Deckung. Der weiß, wie das aussieht. Ist das Munition? Würde ich nicht. Das ist echt kacke so. Alter. Welcher? Penne. Das ist doch richtig kacke hier. Schmeißt er mit seinen blöden Schaf. Sag mal, wer schmeißt denn da eigentlich die ganze Zeit in den Molotovs? Ist da oben auch noch einer oder was? Hallo? Okay. So, dann kämpfen wir uns mal ein bisschen weiter vor. Und weg damit!
Ich gehe hier lang. Schau dich da drüben um. Hä? Ich sehe gar niemanden. Wo ist der Typ? Hallo? Ich höre zwar Leute reden, aber sehen tue ich nichts. Echt seltsam. Wie kann so etwas sein? Sind das Geister? So. Ein bisschen so. Ja, hallo. Oder die Waldfee. Die mich alle verarschen. Wow! Hallo, oh, verdammt. Wir sind umzingelt. Sau! Medikit herstellen. High Life hier. Meine Munition wird ja immer weniger. Toll. Das sind so Sachen, die brauche ich alles nicht. Was ich bräuchte, wäre Schrotflintmunition, Pistolenmunition. Das wäre optimal. Das alles hätte, dann wäre ich glücklich. Noch ein Medikit herstellen oder ein Messer oder beides. So, jetzt haben wir auch noch ein Messer, Medikit. Falsch. Ist das mein Bruder? Ja, sieht so aus. Okay. Dann ist ja alles cool. So. Komm, zu den Pferden. So. Und weiter geht's. Komm schon, springen. Mein Pferd ist ein richtiger unmotivierter Gaul. Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Wald. Schlechter Scherz. So schön idyllisch hier. Weil die Idylle. Wieder Strom. Ja, bei der Ranch. Unser Pferd. Sie muss da drin sein. Okay. Gehen wir. Sieht sicher aus. Das
ja die Frage. Wie steigt man von dem Pferd ab? Ja, was ist denn los, Brody? Ja. Jetzt. Vorsicht! Ellie? Oh Mann. Ja, noch ein paar Pillen. Falls wir wieder was einschmeißen wollen hier. Hallo? Sag mal, ist hier denn niemand? Ratten. Also ein Ranch hat doch immer eine Schrotflinte eigentlich, oder? Muss doch bestimmt Munition hier irgendwo geben. Ah, Lampen. Okay. Hier haben wir nichts mehr. Munition. Quatsch, ist das lassen wir, würde ich sagen. Und hier wechseln wir gerade. Weil wir da ja einen Revolver zum Beispiel haben. So ein Revolver ist immer praktisch. Kaum Ladehemmung. So. Hier ist mal niemand. Okay. Was war das? Oh, ein Firefly-Anhänger. Wie viele Anhänger fliegen da eigentlich rum? So. Jetzt. Ali! Ich bin hier! Oh, Herrgott. Wo ist er? Ich bin hier, ja. Das aber wo? Okay, da ist mal niemand drin. Da bleibt nur noch eine Tür übrig. Okay. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Auf, Mädel. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen? Dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. In der Pubertät. Ne? Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gedicht besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Vater-Tochter-Streit hier, oder was? Weißt du, ich bin nicht was? Sie... Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt. Du hast recht.
scheint ihn wirklich als Vater anzusehen. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt. Wir sind nicht allein. Und schon wieder? Zwei kommen gerade rein. Und da sind schon welche da. Die müssen wir mal alle schön ausnocken, ausschalten. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.